Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von meinem Sims 2 Let's Play hier bei Familie Pelz. Nicht Schmidt, jetzt habe ich lange überlegen müssen, weil Speck steht noch oben wegen der Tante von Ophelia. Achso, warte mal. Architektur? Nein, brauchen wir nicht. Du möchtest ja ins Bildungswesen gehen. Genau, Bildungsminister. Faulenzer wollen wir auch nicht werden. In den letzten beiden Folgen in dieser Familie haben wir leider keinen Job für die beiden gefunden. Also weder für ihn im Bildungswesen noch für Wirtschaft. Jetzt gibt es ja nur noch eins, gell? Noch für Julia im Sportler. Nee, okay. Ja, das ist natürlich äußerst uncool. So, das heißt, für Julia ist aber auch nichts im Ding drinnen. Genau. So, Mami, du räumst das hier bitte weg. Du möchtest Fähigkeit kochen maximieren. Dann, warte mal, musst du irgendwann mal arbeiten? Nee, heute nicht. Kochen möchtest du maximieren. Das heißt, du wirst jetzt Kochen einfach mal lernen. Du möchtest Agent Level 7, Sauberkeit Level 6 erreichen. Sauberkeit, dann wirst du das lernen. Und du, genau, hast es deine Tochter hingelegt. Passt. So, ihr beide geht in die Schule. Das ist sehr gut. Und was machst du am besten? Ich habe keine Ahnung, gell? Was könntest du da machen? Kreativität, Sauberkeit, ich weiß nicht, was du brauchen wirst. Charisma. Du wirst einfach mal ein bisschen Charisma rüben. Oder? Logik. Okay, warte mal. Du möchtest Logik lernen? Dann lern mal etwas Logik. Du entspannst in einem Bad. Ich weiß doch nicht... Ja, du bist eh nicht dreckig. Okay. So, dann gehst du hier mal eben schnell aufs Klo und dann kannst du hier noch Reste nehmen. Genau, Reste nehmen. So, wir haben... Dir, beziehungsweise Dingens hat dir ja eigentlich Notiz, danke für die schönen Stunden. Genau, Julias Freizeit von Anni Schmidt. Genau, Anni Schmidt hat dir ein Kleidungsstück gegeben, was sie selbst geschneidert hat. Und genau, das wollen wir zum Kleiderschrank hinzufügen, bitte. Und dir hat sie ja, glaube ich, auch was geschneidert, gell? Ja. Hallo? Genau. So, Philipp, das wirst du zum Kleiderschrank hinzufügen, bitte. Das kannst du gleich noch machen. Und dann wirst du einfach üben. Ah, okay, das ist schon erledigt. Auch nicht schlecht. So, Claudias Hausaufgaben machen. Du isst jetzt mal eine Kleinigkeit, weil ich glaube, du bist ja Harndrang. Okay, warte mal, du gehst dann eben schnell aufs Klo. Gleich hier drüben. Will man das sehen, irgendwie? Und dann können wir umziehen. Abendkleidung, Outdoorkleidung. Nee, Outfit zusammenstellen, Outfit planen. Outdoorkleidung, Outfit, Alltagskleidung. Mal gucken. Da müsste uns das normalerweise angezeigt werden. Okay. So. Guck mal gleich, was machst du? Kind tragen. Wieso? Ist sie schon wieder wach? Hatte ich ihm das hier geschneidert? Ich habe gerade keine Ahnung. Okay. Ich glaube, ich hatte ihm das hier geschneidert. Ja, dann wirst du das jetzt erstmal anziehen. Kind tragen. Getragen werden. Nee, lass mal. Die schläft doch noch. Was machst du denn? Lass doch deine Kleine noch ein bisschen schlafen hier. Outfit zusammenstellen, Alltagskleidung. So, was könntest du denn jetzt hier machen? Ihr brauchst irgendeine Kind tragen. Alter, lass die Kleine doch schlafen, wenn sie noch schläft. Was wollt ihr denn? So, hier pflegen. Ausschalten. Gießen. So,
Wir haben hier auch für dich ein ganzes Outfit gebastelt. War das das hier? Nee, warte mal. Ah, okay, warte mal, was haben wir denn hier alles? Ich glaube, wir haben wieder das hier gebastelt, gell? Weil das dann nämlich nachher zu deinem Ding ganz gut passt. Das schaut zwar jetzt ein bisschen witzig aus, aber ist ja wurscht. So, dann machst du mal die Hausaufgaben von deiner kleinen Schwester, bitte. Sei so lieb. Sind wir beide Hausaufgaben? Nee, gell? Einschalten. Einschalten. Eigentlich würde ich gerne das Teller wegräumen dann. Haben wir hier sonst noch irgendwas zu machen? Nee, gut. So, die beiden lernen. Voller Freude. So, jetzt kannst du deine Kleine dann tragen. Und gießen. Okay. So. Knuddeln, vertraut küssen. Wieso vertraut küssen? Phoebe tragen. Spielen. So. Wobei den geheimen Handschlag, den wird er eh nicht machen. So, wie schaut es denn überhaupt mit der Kleinen aus? Sie möchte gut aufwachsen, Handrang, Logikfähigkeiten, Punkt. Okay, also das kann sie dann natürlich gerne alles noch lernen. Moi, ich schau, wie süß. Also irgendwie ist das schon süß. Okay, warte mal, das lassen wir dann einfach. Dann gehst du aufs Töpfchen und dann gehst du spielen. So, du kannst das hier weglegen und dann kannst du ja endlich mal hier ein bisschen üben und lernen, gell? So, du. Genau, machst die Hausaufgaben deiner Schwester, auch nicht schlecht. Fähigkeit Logik erhöhen. Das kannst du dann ja auch machen. Post holen. Okay, wir hätten Post zum Holen. Das machen wir dann noch. Nina hat heute frei. Super. Hast du heute eigentlich frei? Nee, du musst um 15 Uhr bis 21 Uhr musst du arbeiten. Eigentlich brauchst du nichts, gell? Okay, wenn du den einen Punkt bekommen hast, dann wirst du spielen, dann wirst du noch was essen. Wo sind die Reste? Hallo? Reste? Reste? Und dann gehst du noch duschen. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze, also wie sich das Ganze zeitlich noch ausgeht. So. Warte, du kannst das hier dann erstmal leer machen. Oh, das musst du auch leeren. Und dann wirst du mit Philipp mitspielen, bitte. Ja. So. Das heißt, es ist jetzt jeder eigentlich beschäftigt. Mit einer voll tollen Musik. Na gut, so. Ich finde es aber eh interessant. Was? In einer Stunde wollt ihr mich verarschen? Okay, warte mal. Dann müsst ihr gleich was essen. Ah, okay, passt. Das Säubern lassen wir, da wirst du es einfach gleich was essen. Bitte. Bitte, 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 bitte. Was möchtest du eigentlich werden? Spieleentwicklerin willst du werden? Oh. Okay. Könnten wir das eigentlich noch machen? Oh, du hast da bald Level 10 erreicht. So, Nina hat Begeisterung für Kochkunst entwickelt. Sie kann jetzt Häppchenplatten servieren. Toll. Warte mal, Begeisterung für Kochkunst. Über Kochkunst reden, Chipsplatte servieren, Käseplatte servieren, Blog, Teil über Essen und Gastronomie lesen, Internetrecherche über Kochkunst, Hobbytipps über Kochkunst austauschen, Häppchenplatte servieren. In Kochkunst unterweisen. Okay, und sie hat Fitness eingekürzt. Ah, okay. Ja, interessant, interessant, gell? Da du heute dann frei hast, kannst du dann erstmal hier aufs Klo gehen und dann was essen. Das wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. So, wann kommen denn die Mädels? Die Mädels, die kommen, glaube ich, genau um 15 Uhr.
Also dann, wenn der Vater arbeiten muss, kommen die nach Hause. Level 2 Fähigkeit Sauberkeit. Okay, das heißt, ich kann nicht dann erstmal hier säubern schicken. Säubern. Mal gucken, was du alles säubern kannst. Da. Hier ist nichts zum Säubern. Das kannst du dann noch säubern. Kannst du hier unten benutzen. Hände waschen, säubern. Okay, du kannst ziemlich viel hier säubern, gell? Okay, an dein Duschen geht sich leider nicht mehr aus. Schade, schade, schade. So, und du wirst dann einfach noch ein bisschen weiter hier mit säubern. Säubern. Hier, das kannst du noch säubern. Das kannst du nicht säubern. Dann haben wir hier noch ein Klo. Und dann noch ein Ding. Duschen. Okay, da geht dann eh nichts mehr. Und da oben. Ach Gott, das war das Zimmer von Philipp. Nein, Lukas. Nein, warte mal. Wie hieß er noch? Florian. Genau. ja, das war das Zimmer von Florian. Das ist voll traurig. Ein Kätzchen und ein Hündchen. wünschen sich beide. Alter, wollt ihr mich verarschen? So, dann gehst du das mal eben. Du gehst mal eben aufs Klo. Dann möchtest du einen Fähigkeitenpunkt erhalten. Ja, welchen denn? Kannst du hier um Unterricht bitten? Was ist das? Spion? Warte mal, welches Hobby hast du eigentlich? Spiele. Spiele. Spiele, toll. Oh. Sören Niesen, okay. Dam, 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 dam. Was könntest du denn machen, dass du hier gesund, okay. Auf Spielplatz spielen. Und was macht Sören da? So, du hast aber keinen Spaß, gell? Na gut, okay, das machst du dann auch. Oh, warte mal, Beatrice, was ist die? Sie ist Überflieger geworden, oder was? Professor, irgendwas, Julia, Philipp. Ja, okay. Erinnerungen. Claudia hat eine 1+ bekommen. Eine 1+ bekommen. Ah, okay, das haben beide. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. So, du machst da jetzt gerade alles sauber. Du gehst dann gerade mal hier aufs Klo. Who's that? Michelle Wanders. So, hat einen Logikpunkt erreicht. Sehr schön. Toll. Toll, toll, toll. Schön, dass ihr vorbeikommt. So. So, wo ist denn? Ah ja, genau, der ist ganz nach oben gegangen, ne? Aha, der macht da irgendeinen Schwachsinn. Das Hören. Ha. So, warte mal. Und du? Genau, du gehst jetzt hier auf dem Spielplatz spielen. Und sich, wow, herbeirufen. Oh, okay. Kommt er? Ja, er kommt. Alter, was sind das für ein Affe? Auf Spielplatz mitspielen. Genau, das machst du dann auch, weil du hast genau gar keinen Spaß. So, was möchtest du denn? Level 8. Level 9. Du hast bald Level 9. Du brauchst unbedingt einen Logikfähigkeitenpunkt. Ja gut, die Kleine will jetzt erstmal hier ein Logik-Ding aufbauen. Das ist erstmal gut. Hunger. Okay, wenn du das hast, dann wirst du die Kleine baden. Phoebe baden. Genau. Hier, Phoebe baden. Dann geh mal die Kleine baden, bitte. Begrüßt werden.
So, die Kleine wird um 18 Uhr morgen. Warte mal, ein Kollege legt Marlon zu seinem wöchentlichen Pokerabend ein. Marlon ist ein ziemlich guter Pokerspieler und würde gern gehen. Sorgt sich jedoch, dass er zu viel gewinnen und sich dadurch unbeliebt machen könnte. Soll Marlon gehen oder nicht? Er geht mit. Marlons Kollegen sind nette Kerle und erweisen sich alle als gute Pokerspieler. Er passt hervorragend in die Runde und es wird ein harter Kampf. Nach dem Spiel überreicht einer der Kollegen Marlon eine Mitgliedskarte zu einem geheimen Ort. Wow, okay. Also war es eine gute Entscheidung, ne? So, warte mal, hörst du jetzt mal auf? Hallo? Unterhalten, Spiel mit. Oh, wie nice, er ist befördert worden. Ja. Was brauchst du? Mechanik und Logik. Oh, wie süß. Mei, schau. Mei, ist das süß. So, Post holen. Was mit dir? Du gehst einfach? Okay, dann geh halt. So, was ist mit dir? Warte mal, hier schaukeln. Jo, Wakasha. Wieso hast du eigentlich keinen Spaß dabei? Was soll denn das? Okay, hier schaukeln. So, Marlon, du hast hier Post bekommen. Das wirst du gleich mal einzahlen. Dann sei so lieb und mach das hier. Dann kannst du deine Tochter jetzt die Flasche holen. Und dann muss sie eh ins Bett, weil die ist hundemüde, die Kleine. So, dann Marlon, was möchtest du? Du brauchst Spaß. Und das können wir eh beseitigen, indem wir hier spielen. Dann gehst du mal eben schnell hier... Oh, durch die Tür geht das nicht, gell? Hier benutzen und duschen machst du dann mal eben. Dann kannst du hier essen. Reste nehmen, so. Haben die jetzt immer Spaß oder nicht? Keine Ahnung. Ja, doch, okay, der Spaß geht hoch. So, dann legst du mal bitte dein Kind ins Bett. Was ist mit dir? Okay, lass das mal. Und du gehst hier benutzen, abziehen, dann kannst du selber auch duschen gehen. Ach, du grüne Neune. Okay, warte mal, du gehst gleich mal ans Telefon, bitte. Da geht's ganz schön rund hier, muss ich sagen. Üben. Hallo Marlon, kann ich Philipp sprechen? Ja, kannst du prinzipiell. So, dann möchtest du hier benutzen... Baden. Reste nehmen. Du machst es dann auch so. Hier, dann Reste nehmen. Was ist mit den Kindern? Okay. So, warte mal. Du kommst dann hier erstmal hin, bitte. Benutzen und duschen. Dann Reste nehmen. Oh nein, Ophelia ist schon wieder da. Ah, geh bitte bald was essen. Bitte, 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 bitte. Oh, jetzt muss ich mich wieder beeilen hier, die scheiß Geister. Eigentlich müsste ich die ja allesamt einfach löschen. Allesamt einfach löschen, weil das ist ja abartig. Wie wir die nämlich... Also, nein. Nein, 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 nein. Mir ist schon einmal ein Sim gestorben hier. Das möchte ich eigentlich kein zweites Mal erleben müssen. Hier Reste nehmen. Du wirst dann auch gleich was essen. Ernsthaft jetzt? Die ist mitten beim Essen. Toll, jetzt ist sie verbuggt. Okay, warte mal. Du holst das hier einfach gleich raus. Oh, jetzt kalt geworden. Ups. So, Nina, du wirst auf alle Fälle gleich einen zweiten Teller da noch benötigen. Aha. Bring jetzt bitte nicht mein zweites Kind auch noch um. Die dafür sorgen will, dass der andere nämlich wiederkommt. Alter, Mädel, essen. Essen, bitte.
Ich kriege die Krise. Wie gesagt, normalerweise müsste man wirklich sämtliche Geister einfach eliminieren. So, warte mal, was ist das denn hier? Einfach alles rausholen. Alles rausholen, alles rausholen. Wo ist Marlon? Okay, du hast genug. So. Ja, toll. Wieso? Wieso? Ist, ich meine, es ist voll toll, wenn die alle zusammensitzen und essen, aber... Ernsthaft jetzt? Ein Geist zieht sich aus, also Outdoor-Kleidung an. Wir, bitte, bleib bitte wach. Und Teller nehmen. Alter, das ist alles nicht so einfach hier. So, warte mal, bevor du jetzt schlafen gehst, wirst du das hier alles aufräumen, abspülen, alles Mögliche. Das hier wirst du auch wegwerfen und dann kannst du von mir aus schlafen gehen. Das ist dann eine gute Idee. Du gehst dann nämlich auch schlafen. Und du gehst dann bitte auch einschalten, dieses Licht. Automatisch einschalten, alle Lichter. Du wirst dann auch schlafen gehen. So, du bist Claudia, genau. Okay, so, dann haben wir hier... Beatrice Hausaufgaben machen. Warte mal. Das ist Beatrice. Das kommt dahin. Das ist irgendein Buch. Das kommt dahin. Und da haben wir Claudias Hausaufgaben. So, gut. Ich werde hier jetzt dann erstmal einen Cut machen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ich hoffe, dass hier keiner mir irgendwie wegstirbt. Ach du Kacke, die Kleine ist schon wieder wach. Nein. Echt jetzt? Marlon, lass die Kleine mal bitte raus. Sprechen beibringen. Knuten. Rauslassen. Gut, ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und bis dahin sage ich erstmal ciao, ciao.